Das Highlight dieser Hobelbank ist ihre extrem leichtgängige und schnell verstellbare Vorderzange. Durch das schwere, massive Handrad erreicht man schon mit geringem Schwung enorme Spannweiten. Der Wechsel von unterschiedlich dicken Werkstücken ist auf diese Weise in Sekunden schnell erledigt und die Spannkraft ist bereits in der Grundstellung für die meisten Arbeiten völlig ausreichend. Mit nur einer weiteren Viertelumdrehung des Handrads erreicht man eine derart hohe Spannkraft, die auch einem Gewicht von 75 kg problemlos standhält. Das Lösen und Einspannen der Werkstücke geht ohne jede Kraftanstrengung. Und es ist wirklich beeindruckend, wie geschmeidig sich die Vorderzange mit dem Handrad in Bewegung setzt. Ein weiterer Vorteil dieser Vorderzange ist die enorme Spannweite von bis zu 220 mm, die sich in weniger als 10 Sekunden komplett schließen lässt. Aber auch die Spannhöhe von sagenhaften 270 mm stellt jede andere Vorderzange deutlich in den Schatten. Nicht weniger spektakulär ist aber auch die hier verbaute Hinterzange. Sie ist genauso leichtgängig und besitzt ebenfalls ein massives Handrad. Das ist zwar etwas kleiner und entwickelt nicht ganz so viel Schwung, trotzdem gelingt auch hier der Wechsel zwischen den unterschiedlich breiten Werkstücken in wenigen Sekunden. Und das ohne auch nur den geringsten Kraftaufwand und mit einer enormen Spannkraft. Der integrierte Bankknecht und die große Ablagefläche sind weitere sinnvolle Details, auf die man schon nach kurzer Zeit ganz sicher nicht mehr verzichten möchte. Die in der Mitte geteilte Bankplatte ist eine weitere Besonderheit dieser Hobelbank. Dort lässt sich ein 40 mm schmales Brett einstecken, das dann bündig mit der Plattenfläche abschließt und zur Aufnahme von Handwerkzeugen dient. Wird das Brett umgedreht in den Plattenschlitz gesteckt, steht die Kante etwa 15 mm aus der Bankplatte heraus. Dieser Überstand lässt sich dann als Hobel oder Sägestopp oder einfach nur zum Abstellen von Handhobeln nutzen. Wird das Brett komplett entfernt, kann man in den Plattenschlitz auch Zwingen einsetzen und so problemlos Werkstücke und Hilfsmittel mitten auf der Platte fixieren. Für die Löcher in der Bankplatte und des Bankknechts gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Spannelemente, mit denen man für nahezu jede Spannsituation bestens gerüstet ist.
Nachdem ihr nun die Funktionen dieser wunderschönen Hobelbank kennengelernt habt, dürfen natürlich auch ein paar praktische Anwendungen nicht fehlen. Denn egal, ob ihr mit Hand- oder Elektrowerkzeugen euer Holz bearbeitet, diese Robo-Hobelbank bietet auf jeden Fall immer die perfekte Grundlage dafür. Wenn ihr jetzt Lust auf den Nachbau bekommen habt, dann ladet euch doch einfach den kostenlosen Bauplan runter. Dort findet ihr auf 42 Seiten alle wichtigen Infos zum Bau mit vielen Fotos und Zeichnungen. Und hier auf meinem Kanal werde ich euch in den kommenden Wochen noch weitere Videos vom Bau dieser Hobelbank vorstellen. Also am besten gleich den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr und ihr könnt Schritt für Schritt den Bau dieser Hobelbank mitverfolgen. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß dabei.